Oh, okay. Oh, da oben ist ein Pflaster. Okay, shit. Ah, Mist. Vermasselt. Shit. Ich spiele trotzdem mal weiter, weil ich sehen will, ob das Level möglich ist. Ah, das ist gar nicht so tragisch. Okay, das schaffen wir. Hoffentlich. Wahrscheinlich kriege ich jetzt das Pflaster. Und aber schafft dann das restliche Level nicht mehr. So wie ich mich kenne. Nein, 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 nein. Nein. Hör doch auf. Das war ein... Das sollte keine Prognose sein, sondern ein Worst-Case-Szenario. Okay, okay. Gott sei Dank. Kommt schon, ihr zwei schafft es. Teamwork. Na gut, einer. Du schaffst es. Okay, weiter geht's. Oh, die sind... Das ist super gemein hier. Das sind Blöcke, die man einmal berühren muss, damit sie sich auflösen quasi. Das heißt, wir müssen mehrfach dagegen springen, damit die weggehen. Nee, geht nicht. Okay. Ich wollte nicht mehr dagegen springen. Dammit. Tja, 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 tja. Ah. Ah, das ist ganz schlecht jetzt hier. Das ist ganz schlecht. Ah. Dammit. Ich hätte einfach drauf stehen bleiben sollen jetzt gerade. Das war gut. Nein, der oberste steht noch. Warum stehst du noch? Okay. Leider war das erst der erste Teil. Yes. Ein Schwarm wilder Meat Boys, die einfach durch diesen Block durchglitschen. Unverschämtheit. Okay. Crazy shit. Schauen wir mal, wo ich aktuell gerade hängen geblieben bin, als ich das privat gespielt habe. Der Oberböse ist übrigens ein Fötus in einem Roboter. Doktor oder Professor Fetus oder so heißt er. Super Meat Boy for Smash! Hell, wir sind in der Hölle. Ah, 30 Pflaster. Boah, da fehlen noch einige. Dann kriegt man den... Humans Must Die heißt's, glaube ich, oder? Das Spiel, in dem er diesen kleinen gelben Alien spielt, der alle Menschen umbringt. Oh, ich habe schon Chill. Von Mighty Chill Off. Die kann, glaube ich, schweben. Auch nicht schlecht. Naja, okay. Meat Boy. Destroy all humans. Genau das meine ich.
Den Alien von Destroy All Humans gibt's hier auch als Charakter. Ich weiß aber nicht, was der kann. Und ich verstehe, warum ich hier aufgehört habe, weiterzuspielen. Weil ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Au, hier, die Stelle hier. Holy shit, wie? Ah ja, so. Mhm, ich verstehe. Aber, Alter! Die spinnen ja komplett. Okay. Wie soll das gehen? Wie soll ich hier landen? Oh mein Gott. Okay. Hua! Nein! Nein! Schade, das war schön, wie ich da um die Kante geglitscht bin, gerutscht bin, geflutscht bin oben. Ah, come on, ey. Come on. Shit. Nein, das war beinahe geschafft. Habet ich es. Damn it. Ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Ich halt's nicht. Ich werd wahnsinnig. Damn it. Damn it. Damn it. Gut. Yes. Verdammt nochmal. Der eine hat keinen Bock. Recht hat er. So. Und das sind jetzt übrigens... Vorher habe ich ja gerade die... schwierigen Versionen von der ersten Map gespielt. Das sind jetzt übrigens die leichten Versionen. Die schweren Versionen davon gibt's auch noch. Die sind dann richtig übel. Portal Portals. Oh oh, blöd. Gut, das Level ist leicht. Ich glaube, die führen hier nur Portale ein im Grunde. Ja, nett. Soweit, so gut. Ja, gemein. Cool, cool. First try, yeah. Okay, ein bisschen haben wir noch. Okay, mehr Anlauf. Hiya! Ah, come on. Das war nix. Gar nicht leicht. Ah, warte mal, ich habe einen Plan. Warte mal, machen wir es so. Genau. Ah, shit. Ist aber besser auf jeden Fall. Hey, ich könnte sogar den Sprung bis rüber schaffen, glaube ich, eventuell. Naja, versuchen wir es. Ah, nee, das geht sich, glaube ich, doch nicht aus. So, und jetzt nochmal zurück das Ganze.
weil es so schön war. Nein, dammit. Das ist schon echt mies hier. Das tut schon weh. Geht's nicht doch so? Ja, es geht so. Das ist gut. Da spart man Zeit. Okay, Achtung. Nee, warte. Hier kannst du... Nee, hier funktioniert's nicht. Shit. Okay. Puh. Verdammt nochmal. Ach, ich find die 24-Stunden-Streams eigentlich echt meistens ganz cool. Es gab schon 24-Stunden-Streams, da waren vor allem die letzten paar Stunden dann echt eine Qual. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, so ganz gut rausgefunden, was ich machen muss, damit ich so einen 24-Stunden-Stream ganz gut überstehe. Regelmäßig Pausen, wo man auch in die frische Luft geht. Snacks. Ordentlich Snacks. Und... darf man echt nicht unterschätzen, viele neue Spiele, die interessant sind. Und wenn es nur mal für eine Stunde irgendwie mich bei Laune hält, mir irgendwas Neues bieten kann, ganz wichtig. Die Streams, wo ich ein neues Spiel hatte, das mir wirklich gefallen hat und das mich wirklich über mehrere Stunden hinweg begeistern konnte, mit zum Beispiel God of War, dem neuen, oder... Was war's beim letzten Stream? Da hatten wir auch ein neues Spiel. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Naja, das sind die Nebenwirkungen eines 24-Stunden-Streams. Im Nachhinein kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Aber ja, genau. Ein cooles, neues, interessantes Spiel ist wichtig. Also so richtig vorbereiten gibt es im Grunde in dem Sinne nicht. Vorbereitung heißt bei mir für einen 24-Stunden-Stream, ich schaue vor allem auf Release-Listen eben, damit mindestens ein größeres Spiel mit dabei ist, das mich auch wirklich interessiert. Und ich kaufe Snacks und ich versuche am Tag davor so ins Bett zu gehen, dass ich möglichst so um 10, 11 Uhr quasi dann erst aufstehe, duschen gehe, mich fertig mache, das Stream geht los. Dass ich möglichst kurz wach bin, bevor das Stream losgeht quasi. Dammit. Und ansonsten eben, wie gesagt, viele kurze Pausen, viel frische Luft ist wichtig. Und Snacks sind zwar schön und gut, aber auch richtige Mahlzeiten essen. Wenigstens eine während so einem 24-Stunden-Stream. Ist auch eine gute Idee. Ah, nein! Ich dachte, ich kann da wunderschön auf der Plattform landen. Hat wohl nicht funktioniert. Ja. Genau, ausgeschlafen sein. Ausgeschlafen sein ist wichtig und nicht zu lange wach sein, bevor man anfängt. Weil bei meinem ersten 24-Stunden-Stream habe ich den riesen Fehler gemacht, dass ich schon 10 Stunden wach war, bevor ich mit dem Livestream, mit dem 24-Stunden-Stream angefangen habe. Und dann war es quasi gefühlt eher ein 34-Stunden-Stream für mich und dann ist es problematisch. Also das macht es halt auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Ah, warum ist er nicht gesprungen? Irgendwas. Ah. Okay. Yes! Nein! Ich wollte das Pflaster doch nur. Ich wollte doch nur das Pflaster. Nein, shit. Okay, kein Problem. Das macht nichts. Na komm, löst dich von der Wand. Okay. Oh Gott, ey, dieses Auge macht mich irre. Nein! Das gibt's doch nicht. Hi, Desert Railgun. Hallo. Okay.
Nein, warum? Ich komme da nicht mehr. Ich komme da nicht mehr raus. Ich muss gucken, dass ich das wirklich ordentlich wegbrösel, die Wand hier, so gut es geht. Ja, es war auch nicht sehr viel besser wie beim letzten Mal, aber gut. Jetzt habe ich den Schlüssel verpasst. Mist. Dammit, so geht's nicht. So wird's nix. Warte, ich habe einen Plan. Das könnte funktionieren. Ah. Nein, Mist. Mist. Das könnte vielleicht doch nicht funktionieren. Puh, das war ja mal gar nichts. Mach's gut, Ramsey. Aber die Sony-Präsentation läuft jetzt dann auch gleich hier. Dann können wir die auch zusammen gucken, wenn du willst. Aber wenn du sie lieber alleine guckst, ist das... Also, verstehe ich voll. Ich meine nur. Die streame ich quasi auch hier. Nur noch dieses eine Level. Ah, dammit. Das war mal nix. Ich habe schon langsam keinen Bock mehr auf dieses blöde Pflaster. Dann spiele ich es halt ohne Pflaster, dieses Level. Ist schwer genug. So. Bam. Um 3/4. Also, jetzt machen wir vielleicht noch ein Level und dann baue ich um, damit wir auch wirklich pünktlich fertig sind dann. Das ist aber schon irgendwie auch ein cooles Level, aber damn. Shit. Aber schon cool. Das, Mist, so geht's nicht. Okay, ich verstehe. Oh, das ist aber schon hart, der eine Sprung. Mist. Das war nicht so klug. Mist, ich muss da irgendwie höher raufrutschen, Mensch. Das ist wirklich nicht leicht. Oh Gott. War das knapp. Ist das cool. Shit. Vielleicht doch ein bisschen. Und dann... Ja, perfekt. Und jetzt? Das war cool. Okay. Super Meat Boy. Immer noch ein super Spiel. Super Spiel Boy. Super Meat Spiel. Das ist besser. Okay, dann machen wir jetzt kurz Schluss. Und ich versuche, dass ich 5 vor 10 oder sowas wieder mit dem Stream online bin. Und habe dann hoffentlich schon den Sony-Stream alles vorbereitet. Und hoffentlich funktioniert alles. Genau. Dann bis gleich. Bin gleich wieder da. Macht's gut. Tüdelü.